Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 27. Mai 1923. Heute, vor 100 Jahren, wurde die österreichische Fotografin Inge Morath geboren. Ein Beitrag von Carmela Thiele. Eine Sphinx-Statue über dem Häusermeer Wiens. Eine britische Lady mit Wagenradhut. Eine Reihe akkurat nebeneinander abgestellter Fahrräder vor einem chinesischen Tempel. Inge Morath drückte erst dann auf den Auslöser, wenn das Motiv, die Atmosphäre und der Bildaufbau stimmten. So hatte sie es von dem Magnum-Fotografen Henri Cartier-Bresson gelernt. Ihr Blick war dennoch ein anderer als der ihres Mentors. Es sei oftmals etwas Rätselhaftes, Geheimnisvolles und ungeheuer Feinfühliges in Inge Moraths Bildern, schrieb die Schriftstellerin Olga Andrejewa Carlyle in einem 1975 publizierten Essay. Inge Morath, die ein wenig überall in Europa aufwuchs und heute in den Vereinigten Staaten lebt, versteht es trefflich, aus ihrem vielfältigen kulturellen Erbe zu schöpfen, um ihre Wahrnehmung zum Ausdruck zu bringen. Ihre Meisterschaft erlaubt ihr, alles zu überwinden, was in der Technik der Fotografie kalt und mechanisch sein könnte. Zur Fotografie kam die am 27. Mai 1923 in Graz geborene Tochter eines Chemikers auf Umwegen. Zwar vermachte die Mutter ihr ihre Contax, mit der sie die Forschungsarbeit ihres Mannes dokumentiert hatte, doch kam das Erbstück zunächst nicht zum Einsatz. Inge Morath begann in Berlin ein Studium der Romanistik und der Sprachwissenschaft, das jedoch beeinträchtigt wurde von Hitlers Angriffskrieg. Sie habe weniger in der Universität studiert, schrieb sie in ihren Erinnerungen, als in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern. 1945 lag Berlin in Trümmern. Die 22-Jährige schlug sich nach Österreich durch, arbeitete in Salzburg und dann in Wien, zuletzt als Redakteurin für die illustrierte Zeitschrift Heute. Zusammen mit dem Fotografen Ernst Haas realisierte sie eine Reportage über österreichische Kriegsheimkehrer, die am Wiener Ostbahnhof von ihren Frauen und Müttern erwartet wurden. Robert Capper lud daraufhin Haas und Morath ein, nach Paris zu kommen, um für seine Fotoagentur Magnum zu arbeiten. Inges Aufgabe war es nun, Bildtitel für die Aufnahmen ihrer an den Krisenherden der Welt tätigen Kollegen zu verfassen. Inge Morath rückblickend in einem Interview. Ich habe zu viel vom Krieg gesehen, um das fotografieren zu wollen. Es haben mich immer interessiert, die Länder, die irgendwo Ausstrahlungen haben auf eine ganze Kultur, irgendwie Mutterländer von Sachen. Und irgendwie bin ich immer hingekommen, wo ich hin wollte. Erst in London, wo sie bei dem Fotoagenten Simon Gutmann ein Praktikum machte, nahm Inge Morath ihre Contax in die Hand. Mit den Resultaten kehrte sie nach Paris zurück und wurde zunächst Assoziiertes und dann 1955 als erste Frau Vollmitglied der Fotoagentur Magnum. Noch im selben Jahr reiste die 32-Jährige 2 Monate allein in den Iran, wo sie ein Land zwischen Tradition und Moderne erkundete. Sie kam nah an die Menschen heran. Inge Morath 1999. Man sieht ja nicht eine Sache ganz isoliert. Man sieht ja eine Sache aus etwas, das einen erfüllt, aus einer Vision der Welt oder was immer sich momentan einen sehr beschäftigt. Man geht ja nicht herum mit einem Kopf, der nicht verbunden ist oder mit Augen, die nicht zu einem Innenleben verbunden sind. In den 1960er Jahren begleitete sie Henri Cartier-Bresson auf einer Reise in die USA. Neben Land und Leuten fotografierte sie, der damaligen Nachfrage entsprechend, auch Filmstars. Berühmt wurden Inge Moraths Aufnahmen von Marilyn Monroe während der Dreharbeiten von The Misfits, einem Film von John Huston. In einer Sequenz probt die Schauspielerin barfuß auf einer Wiese eine Tanzszene. Nachdem sie nicht posiert hat, nachdem sie sich nicht bewusst war der Anwesenheit einer Kamera, war sie also wirklich sehr sich selbst. Die zweite Hälfte ihres Lebens verbrachte Inge Morath in Connecticut mit dem Schriftsteller Arthur Miller. Sie waren sich erstmals am Set von Misfits begegnet und ergänzten sich kongenial. Gemeinsame Reisen führten sie nach Russland und China. Bis ins hohe Alter baten junge Fotografinnen darum, bei ihr lernen zu dürfen, erklärte Inge Morath wenige Jahre vor ihrem Tod. 2002 starb sie 78-jährig in New York.
Ihr zu Ehren gründeten Kollegen von Magnum den Inge Morath Award, der ausschließlich an junge Fotografinnen vergeben wird.